Hi Kevin. Hi Stefan. Wie ist es im Produktmanagement der Weber-Gruppe? Oh Stefan, da fragst du mich was. Das Produktmanagement ist so vielseitig. Können wir nochmal neu anfangen? Ja. Das ist so vielseitig, das ist so spannend. Und du hast mit so vielen unterschiedlichen Menschen zu tun, weil du eigentlich mit allen Abteilungen im ganzen Unternehmen zu tun hast. Du hast Kundenkontakt, du bist beim Kunden, du sitzt mit Lieferanten am Tisch. Das ist das, was das Produktmanagement bei Weber ausmacht. Wir managen Produkte. Kannst du uns mal erzählen, was wir überhaupt für Produkte managen? Ganz grob, wir bauen industrielle Slicer, wir bauen Verpackungsmaschinen und wir werden in den nächsten Jahren weiter expandieren, um schlussendlich die Einzelpackungen noch zu prüfen und zu kartonieren. Und was bedeutet in dem Zusammenhang die Arbeit des Produktmanagements? Also wir haben den Kunden mit seinen Wünschen und Anforderungen und wir haben uns, die Weber-Gruppe, mit ihren Möglichkeiten, das aufeinander abzustimmen, dass wir das liefern, was der Kunde braucht. Das ist die hohe Kunst. Stefan, auf was sollte derjenige, der bei uns im Team arbeiten will, so richtig Bock haben? Aufgeschlossenheit und Eigeninitiative. Und man braucht Reisefreudigkeit, weil unsere Wachstumsmärkte liegen über dem Atlantik. Ja. Beim Kunden entscheidet sich vieles. Da muss man hinwollen. Und eine gute Scheibe Humor brauchen wir, oder? Humor hilft. Wir können ja nicht immer nur seriös bleiben. Cut. Ist doch so. Was hast du ausgewählt, Stefan? Der Gestaltungshunger. Oh, ich hätte die Hightech-Liebe jetzt. Ja, man braucht eigentlich beides. Also mit dem Gestaltungshunger befriedigen wir die Hightech-Liebe. Darauf können wir uns einigen. Oder? Ja. Sehr gut. Wenn ich raten müsste, hat der Stefan Dienstreise ausgewählt. Absolut. Und warum? Du als Fußballer weißt, die Wahrheit liegt auf dem Platz. Und genauso ist das bei unseren Kunden auch. Das, was da passiert, das muss man sehen, um das einschätzen und mit technischen Lösungen bedienen zu können. Ja, also die Erfahrung, die du da im Feld machst und dann, das ist einfach für uns, glaube ich, unbezahlbar. Also Stefan, ganz ehrlich, zwischen einem guten Käse und einer geilen Wurst, da kann man sich ja nicht entscheiden. Ich glaube halt, dass eine Scheibe schlechter Wurst jederzeit durch eine gute Scheibe Käse gerettet werden kann. Das heißt, der Käse da unten, der gehört dir. Dankeschön. Dann machen wir mal weiter mit unserem coolen Job, oder? Erst biete ich dir noch eine Scheibe Käse. Eine nehme ich noch. Und das nächste Mal bringst du Wurst mit. So machen wir es. Alles klar.